Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin jetzt hier im Norden von Deutschland auf dem Hamburger Frühlingsturm. Das Ganze ist hier auf dem Heiligen Geistfeld in der Nähe von der Reeperbahn. Und ja, hier ist dann jetzt der Frühlingsturm 2019 gestartet. Der ist vom 22.03. bis 22.04. Und wir haben zwei Weltpremieren. Und zwar einmal die Ballonfahrt von Heidkamp und einmal die Geisterfabrik von Rasch. Das ist eine oder die größte interaktive mobile Geisterbahn der Welt. Ja, so viele kenne ich auch nicht. Aber habe sie mir schon mal kurz angeschaut und die sieht echt gut aus. Ja, und wir gucken jetzt mal, was es alles Schönes hier auf dem Turm gibt. So, und dann wünsche ich euch viel Spaß. So, fangen wir an. Das Ganze überkommt. Ready,
So, erstmal ganz gemütlich, ne? Und hier schauen wir dann nochmal auf den Übersichtsplan. So, also hier unten, ja, sind wir reingegangen, sind jetzt hier unten im Rundweg hier rüber und jetzt sind wir hier, zieh mal ran, dort am Dome Dancer. Dann haben wir hier die Premiere, da, die Ballonfahrt. Und wenn man dann hier den Rundweg weitergeht, haben wir dann da die andere Premiere. Ja, und natürlich muss darf man nicht vergessen, also auch wenn wir jetzt hier zwei Premieren haben, wir haben hier eine absolut krasse Beschickung, also Wilde Maus XXL, Laserpix, Dr. Archibald, Geisterfabrik, Mr. Gravity, also das ist schon, ja, das ist schon top, was hier steht. Ja, so, na, dann gehen wir mal weiter. So, und hier haben wir die Weltpremiere, die Ballonfahrt von Heidkamp. Das Ganze ist ein Samba Tower von Zamperla. So, bitte Tickets hier oben an der Kasse. Sieht auf jeden Fall schön aus. Ist eine schöne Familienattraktion. Junge Frau, weiter geht's hier. Und ist bestens für die geeignet, denen halt einfach das Riesenrad zu hoch ist. So, die nächste Runde geht gleich los. Jetzt schon Tickets hier oben an der Kasse, bitte.
Premiere, die Geisterfabrik von Rasch, die größte interaktive Geisterbahn. Ja, und leider ist sie noch zu. Seit heute 14 Uhr, also soweit ich weiß, geschlossen. Fährt leider noch nicht. Ich hoffe mal, dass im Laufe des Tages, des Nachmittags, die Bahn noch aufmacht. Aber es sieht schon echt gut aus, das Teil. Haben wir hier drüben, ja, da haben wir den Lift, dann haben wir hier die wahrscheinlich Achterbahnabfahrt. Ein integrierter Flugsimulator soll dabei sein. Man hat Kanonen zum Schießen, da werden Punkte gesammelt. Ja, das sieht schon echt gut aus. Ich hoffe halt wirklich, dass die heute noch fährt. Schon wieder rum. Das war der Hamburger Frühlingsdom 2019 hier auf dem Heiligen Geistfeld. Ist eine absolut tolle Beschickung. Also ich bin begeistert. Es gab leider einen Kritikpunkt oder ja, die Geisterfabrik lief nicht, lief heute den ganzen Tag nicht. Das ist sehr schade. Die hätte ich nun wirklich sehr gerne gesehen. Aber naja,
nützt ja nichts. Dann kommen wir halt zum Hamburger Sommerdom, würde ich mal sagen. Dann sage ich Tschüss, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.